Hallo und herzlich willkommen zu unserem Kuchenback-Video. Wenn ihr nicht wisst, wie man Kuchen backt, dann seid ihr genau richtig. Viel Spaß beim Video! Rührt am besten schon noch zwei Zutaten um. Als erstes, ihr braucht für den Kuchen 4 Eier, 2 Becher Zucker, 1 Becher Nesquik. Ihr könnt natürlich auch anderes Schokopulver nehmen, aber wir nehmen Nesquik. 2 Becher Haselnüsse, 1 Becher Mehl, 1 Becher Öl, 1 Becher Wasser oder Mineralwasser, weil wir nehmen Mineralwasser. Und zu guter Letzt ein Päckchen Backpulver. Ich tue mal die ganzen Zutaten rein und dann sehen wir uns wieder. Wenn ihr die Zutaten reingemischt habt, dann sollte es so aussehen. Bei uns ist es so groß, weil wir die doppelte Menge genommen haben. Also ja. Und ihr braucht auch noch eine Backform, wo ihr den Kuchen reinfüllt. Die fettet ihr dann auch noch ein oder legt Backpapier ein, wie wir das hier gemacht haben. Der Kuchen braucht 60 Minuten bei 175 Grad Celsius im Backofen bei Ober- und Unterhitze. Wenn ihr es da eingeschaltet habt, dann tut ihr eure Kuchen rein oder nur einen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn im Backofen ist. Wir haben den Kuchen jetzt in den Backofen getan und wir sehen uns in 60 Minuten wieder. Tschüss. So sehen unsere Kuchen fertig aus. Also wir haben sie noch mit Schokoladensauce und solchen Streuseln dekoriert. Ich hoffe, euch hat unser Video gefallen, wie man einen Kuchen backt. Bis zum nächsten Mal. Bye.